und herzlich willkommen auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Mein Name ist Stefan Köhler von LRP und das hier ist nicht das neue RCK von HPI. Das ist das Originalmodell von Ken Block, mit dem er das Gymkhana Grid-Finale 2014 in Madrid gewonnen hat. Die Ken Block Autos gibt es ja als RCKs in Lizenz von HPI und hier auf der Messe stellt HPI gleich drei neue Modelle im 2014 Design vor. Ja, das sind die neuen Ken Block Modelle im 2014er Design. Der 1:18 Micro wird wieder als RTR kommen. Das ist der WR8 mit einem 3-Kubik-Motor, Nitro-Motor mit jede Menge Kraft und natürlich Allradantrieb. Und genauso Allradantrieb und Öldruckstoßdämpfer auch beim WR8 Flux mit Elektroantrieb mit 2S oder mit 3S bis zu 100 km/h. Ja, viel Fokus bei HPI und ganz neu ist der Sport 3, der den alten, sehr erfolgreichen HPI-Namen Sport 2 aufgreift und jetzt also den Sport 3, ein 1:10er Elektro-Tunwagen. Basisversion kommt rasch mit der sehr erfolgreichen BMW M3 Karosserie. Können wir kurz abnehmen und sehen die Technik darunter. Allradgetrieben mit einem Kardanantrieb gekapselt und Empfängerbox gekapselt, wasserdichte Elektronik, wasserdichte Servo, Fahrtenregler. Ja, Allradgetrieben hatten wir gesagt. Öldruckstoßdämpfer serienmäßig rundum, höhenverstellbares Fahrwerk. Das Auto wird auch legal sein in der LRP HPI Classic Challenge. Weitere Versionen des Autos sind der Sport 3 als Drifter mit der Subaru BRZ-Karosserie und den schönen Felgen. Und es wird das Auto auch als Brushless geben. Hier zu sehen mit der Falcon Porsche 911 GT3 RSR-Karosserie mit dem schönen Haifischmaul vorne und dem bekannten HPI Brushless-Antrieb, der auch 3S ab kann. Das heißt, wir reden dann über Spitzengeschwindigkeiten jenseits von 100 km für dieses RTR-Auto. Ebenfalls direkt zu sehen ist eine sehr lange Liste von Tuning-Teilen, die für diese relativ günstige Sport 3-Line erhältlich sein wird. Wir sehen hier zum Beispiel Kohlefaserdämpferbrücken, Aluminium-Motorhalter, einstellbare Spur- und Stoßstangen und das Spannenchassis von unten ein Kohlefaserschutz für den Kardanantrieb, der somit komplett gekapselt ist. Erwähnenswert übrigens noch, alle Sport 3 Modelle kommen serienmäßig mit den Differentialen und den Stahlzahnrädern, die der WR8 Flux hat, die Ken Block Version. Das heißt, hier wird ein sehr hochwertiger Antrieb verbaut, der sehr viel Leistung aushalten wird und dem Kunden sehr viel Freude bereiten wird durch Langlebigkeit. Eine weitere wichtige Neuheit bei HPI ist der Jump Shot. Der Jump Shot ist ein 2WD Monster Truck im Maßstab 1:10, der das vom Savage und auch vom E-Savage bekannte Twin Vertical Chassis Prinzip fortführt. Sehr interessant, der Servo ist vorne verbaut in der Vorderachse und insgesamt ein günstiges Einsteigermodell mit coolem Look von HPI. Weiterhin bei HPI neu ist ein Update der Bullet-Reihe, der Stadium Truck und der Monster Truck, jetzt mit anderen Reifen und Felgen serienmäßig und im anderen Karosserie-Look. Und nach wie vor zum einen mit 3-Kubik-Motor, zum anderen mit Fluxantrieb zu haben, 2S oder 3S. Und ja, die Bullet-Reihe seit vielen Jahren sehr erfolgreich bei HPI und das ist jetzt das Refresh für 2015. Ja, ein echter weiterer Star für HPI hier auf der Messe Nürnberg ist der Baja 5R.
Das ist eine On-Road-Version des bekannten Bayer 5B, die serienmäßig mit der Ford Mustang Boss 1970er Karosserie kommen wird. Sehr coole Look, sehr großes Modell, wie man hier sehen kann. Ja, der Bayer 5R mit neuen Felgen und Reifendesign natürlich für den On-Road-Use. Höhenverstellbares Gewindefahrwerk, ein neuer Frontrammer und überarbeitete Fahrwerksgeometrie, um den Parkplatz Racer optimale Bedingungen zu geben. Ebenfalls ein Update bei HPI bekommt der Bayer 5B. Der wird serienmäßig mit der D-Box 2 ausgeliefert. Das heißt mit einem Gyro-Element für die Lenkung, wo man im Prinzip einstellen kann, dass das Auto gegenlenkt und wenn man zu viel Gas gibt, das Heck ausbricht, das Auto schnell selber gegenlenkt, um die Balance zu halten und optimal in der Spur zu bleiben. Ja, sehr wichtig für HPI natürlich auch der neue tolle Bayer 32. Ein RTR-Modell im Maßstab 1:32, optimale Wohnzimmergröße, UPE nur 47,99 Euro, inklusive 2,4 GHz Fernsteuerung, eine sehr gute Fernsteuerung, die ab 300 Meter Reichweite hat, wo man auch jedes andere RC-Modell mit steuern kann. Das Besondere bei dem HPI 1:32 Konzept sind letztlich zwei Dinge. Zum einen die vollproportionale Lenkung und Gasannahme. Das Auto lässt sich also steuern wie ein richtiges RC-Car mit feinsten Dosierungen, Lenkausschlägen, Gas und so weiter und lässt sich optimal steuern und nicht wie andere Modelle, die einfach nur Lenkung ja, nein, wie ein digitaler An- und Ausschalter haben. Und vor allen Dingen natürlich HPI sieht es als vollwertiges RC-Modell. Das heißt, es gibt eine ganze Line von Option-Parts, wie zum Beispiel ein anderes Getriebeset, andere Reifen, andere Felgen, unlackierte Karosserien, sodass man sein eigenes Design machen kann, diverse Tuningteile und Ersatzteile, also ein vollwertiges HPI RTR Auto, was man über USB laden kann. Ganz cooles Video auf der HPI Homepage, kann ich nur empfehlen. Qtopia heißt die HPI-Welt, die hier kreiert wurde mit Papphindernissen, um mit dem Auto den Spaß in der Wohnung zu optimieren. Ja, weiterhin im Vertrieb von LRP sind natürlich die Autos der Maverick Line. Da gibt es zum einen die Maverick Ion im Maßstab 1:18, wo auf der Messe gleich vier neue Modelle vorgestellt werden. Wir sehen hier den Desert Racer und den Short Course Truck. Und es gibt auch noch das Rallye-Auto und den Truggy. Wichtig, auch neu für dieses Jahr bei der Maverick Einline ist zum einen, dass die Autos jetzt wasserdicht sind, die RTR-Autos, und es eine große Anzahl von Tuningteilen gibt aus Aluminium, wie Stoßdämpfer, Lenkhebel, Radträger, Zahnräder. Also jetzt ganz viel Tuning-Spaß, auch im Maßstab 1:18 möglich. Eine weitere innovative Neuheit von Maverick ist der Desert Wolf, ein 1:8er Brushless Buggy. Das wirkt auf den ersten Moment nicht besonders, aber sehr interessant ist die Karosserie. Und zwar haben wir eine Karosserie und zwei Looks. Hier ist sie montiert mit dem modernen Cap Forward Design, wie es vor allen Dingen die Rennfahrer haben wollen, für viel Griff auf der Vorderachse. Und genau die gleiche Karosserie, einfach andersrum aufs Auto gesetzt, dann hat man den klassischeren Look mit Cap Backward und dem etwas fälligeren Design. Also ein Auto, zwei Looks mit der gleichen Karosserie. Eine innovative und pfiffige Idee bei Maverick auf dieser ganz neuen Plattform Desert Wolf 1:8 Brushless mit viel Power zu günstigem Preis.